Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute Abend mache ich gebratene Nudeln, so asiatische. Und ich nehme halt das, was ich im Haus habe und was mein großer Enkel auch sehr gerne isst, denn er möchte es diesmal ohne Hähnchenfleisch, ohne Fleisch allgemein. Und ich habe mir schon gestern Abend das Gemüse vorbereitet und in den Kühlschrank gegeben. Beim Gemüse, da kann jeder wählen das, was er möchte. Ich nehme heute folgende Zutaten, ich sage sie euch und ich schütze sie auch hier aus der Tüte. Gut, das mache ich mir immer so, wenn ich vorbereite, abends, wenn ich auch am anderen Tag Suppe oder irgendetwas und habe dann am anderen Tag nicht so viel Zeit, dann mache ich mir das schon abends. Hier habe ich Spitzkohl und Karotten so in Stifte, in feine Streifen geschnitten. Statt Kohl kann man aber auch, wie heißen diese? Na, die Erbsenschoten kann man nehmen oder Brokkoli oder Pak Choi, das was man gerne isst. Er mag die so und das fällt ja auch in sich zusammen. Das sieht jetzt nach viel aus. Ich mache ja auch, dass wenigstens drei, vier Leute davon essen können. Und hier habe ich ein Spitzpaprika, rote, in Streifen geschnitten und zwei Frühlingszwiebeln und eine Lauchzwiebel in feine Streifen. Das wäre jetzt heute mein Gemüse. Dann nehme ich diese Mienudeln. Ich wollte halt dickere, aber im Laden habe ich keine gefunden, nur diese. Ja, dann brauche ich ein bisschen Knoblauchöl, ein bisschen normales, neutrales Pflanzenöl und Sojasprossen, wenn man hat, oder frische Sprossen ist noch besser. Ich habe halt keine und nehme diese Mungobohnenkeimlinge zum Schluss. Dann Salz, Pfeffer sowieso zum Würzen. Und aus drei Eiern werde ich so ein Eieromelett machen. Man kann auch zwei dünne machen, aber ich mache es dicker. Ich schneide das ja eh in Streifen. Und das wäre ja schon alles. Dann setze ich Wasser an zuerst in den großen Wok, weil ich diese Nudeln ankoche. Wenn das Wasser kocht, gebe ich sie rein, lasse sie eine Minute mitkochen und dann gebe ich sie durch ein Sieb und gleich in kaltes Wasser, dass sie nicht mehr weiter garen. Und dann lasse ich sie im Sieb wieder komplett stehen, bis ich sie dann zum Schluss dann anbrate, nachdem ich alles hier das Gemüse angebraten habe. Für die Soße brauche ich eine klein gedrückte Knoblauchzehe, etwas Chilipaste oder Sambal Oleg. Das ist auch so scharfe Chilipaste aus dem Gläschen. Und wenn man das nicht hat, dann nimmt man nur ein Chilisalz oder Chiliflocken. Und dann brauche ich Reisessig, Sesamöl, etwas Agavendicksaft oder ein anderes Süßungsmittel. Dann brauche ich helle Sojasauce, dunkle Sojasauce und ich gebe auch von dieser Wok-Soße noch mit dazu und Wasser. Die genauen Mengenangaben, die schreibe ich wie immer unterhalb vom Video, wenn ihr die Videobeschreibung öffnet, wenn ihr auf mehr ansehen oder auf die Pfeile klickt, dann öffnet sich ja das Fenster, dann könnt ihr ganz genau sehen, was ich hineingegeben habe. Und dann zum Schluss brauche ich noch ein verquirltes Ei und etwas Sesamsamen. Wichtig ist es immer, dass man sich zuerst alles vorbereitet, das Gemüse wäscht, schält, in Streifen schneidet, denn das nimmt immer etwas Zeit weg und dann hat man das schon einfach vorbereitet. Die Eier, die verquirle ich mit Salz und Pfeffer. Aber erstmal mache ich den Herd an, dass das Wasser zum Kochen kommt, ins Kochen kommt. So, nun kann das Wasser hier kochen. Sobald es kocht, kommen die Mienudeln rein und nur ganz kurz. Und nachher gebe ich sie in kaltes Wasser und anschließend schütte ich sie dann in die Sieb. Das habe ich jetzt vorbereitet und hier in dieser Pfanne werde ich mir
Eieromelette machen, weil sie schmecken dann einfach super gut. Und wenn man jetzt kein Fleisch, dann nehme ich halt den Eierersatz, weil das auch dem Enkel sehr gut schmeckt. Hier gebe ich nur Salz und Pfeffer hinein und verquirle das gut. Und wenn die Pfanne dann heiß ist auf dem Herd, dann kann ich ein Ei-Omelett auspacken. Wenn man eine kleine Pfanne hat, kann man es teilen und zwei auspacken. Und dann gibt man zum Schluss halt die Eierstreifen mit auf das Gericht. Die schmecken wirklich lecker. Ich habe diese schon oft gemacht und auch mit Pak Choi und mit anderem Gemüse. So, das ist jetzt verquirlt. Ich verquirle auch dieses Ei, wo ich zum Schluss brauche, wo ich dann über die angebratene Nudel noch mal kurz gebe und es mit anbrate. Dann sind sie so benetzt von diesem gut verquirlten Ei und schmecken einfach gut. Könnt es mal nachmachen und ausprobieren, ob es euch so schmeckt. In das Wasser gebe ich jetzt kein Salz. Ich koche die einfach nur. Die nehmen sich ja dann aus der Soße den gesamten Geschmack. Und da kann ich ja dann auch noch nachwürzen. Sojasauce ist ja auch schon gesalzen. Ja, da warte ich jetzt ab, bis es kocht und dann zeige ich es euch weiter. Ich erhitze hier im Wok die Pfanne und da habe ich jetzt Rapsöl ein bisschen reingegeben, Sesamöl klein wenig und Knoblauch, Olivenöl auch nicht viel. Sobald dies jetzt heiß ist, werde ich das ganze Gemüse hineingeben. Erstmal gebe ich das Kraut hinein mit den Karotten und dann halt Lauch und der Rest, so wie es. Ah, das passt schon. Und in dieser anderen Pfanne, da erhitze ich mir auch schon nur Rapsöl für das Eieromelett. Das mache ich jetzt so parallel und das zeige ich euch dann auch wieder im Zeitraffer. So, das fällt jetzt in sich zusammen etwas und dann gebe ich nach und nach das rein. Das geht jetzt schnell, wenn die Nudeln dann vorbereitet sind und alles, dann geht es schnell. Hoppala. Und immer ab und zu umrühren, kurz. Wenn ihr einen beschichteten Wok habt oder größere, hohe Kasserolle, dann kann man es auch machen. Oder in einer größeren Pfanne, ja, in einer hohen. Damit man dann auch Platz hat. Denn für mich lohnt es sich immer, wenn ich es für 3 bis 4 Personen mache. Denn nur für eine Person. Gut, wenn man nur alleine ist, dann macht man halt nur das halbe Rezept oder wenn man zu 2 bis 3 ist, das halbe auch. Ja.
Okay, jetzt mache ich ein bisschen auf die Powerstufe, das darf schnell angebraten werden. Es riecht schon so gut vom Sesamöl, was ich mit dazu gegeben habe. Die Nudeln sind jetzt fertig. Die feinen Omelettstreifen habe ich oben drauf gesetzt. Wer halt frische Petersilie hat, kann auch frische Petersilie noch einen gehackten Esslöffel hineingeben. Ansonsten wäre das Essen fertig und kann serviert werden. Ich streue noch ein paar Sesamkörner, weil das schmeckt mir sehr gut. Abschmecken muss jeder nach seinem Gaumen. Was Schärfe angeht und wer möchte, der kann anfangs auch ganz fein geriebene oder klein gehackte Ingwerwurzel auch noch mit dazu geben. Allerdings muss man aufpassen, die ist auch etwas scharf. So sieht das Essen aus. Die gebratenen Nudeln, wie mein großer Enkel sie gerne isst. Mir schmeckt es besser, wenn auch noch angebratene Hähnchenbruststreifen drinnen sind, aber auch so sind sie echt super lecker. Und manche, die geben ja auch Tofu in Würfel, schneiden sie sie und braten sie von allen Seiten an und geben sie dann aufs Küchenpapier und schneiden sie dann auch in Streifen statt Fleisch. Ja. Frisch gehackte Petersilie habe ich heute jetzt nicht, nur tiefgefrorene, deswegen habe ich ein paar Blättchen getrocknete draufgegeben. An dieser Stelle will ich mich verabschieden von euch. Das Essen ist ja fertig und wir wollen ja auch essen, damit es nicht kalt wird. Und ich hoffe, dass es irgendjemandem gefällt und es nachgekocht wird, wenn alles vorbereitet ist, das Gemüse in Streifle geschnitten ist. Und so weiter, dann dauert es ja, das machen 20, 25, na Maximum 30 Minuten. Aber dann hat man auch ein leckeres Essen für mindestens 4 bis 5 Personen. Und vor allem, wenn etwas übrig bleibt, dann nimmt mein großer Enkel sich auch in einer Box mit gut verschließbarem Deckel, nimmt er sich sogar mit ins Gymnasium. Ja, man kann es auch so zwischendurch oder wenn man abends schnell einen Besuch und wenn man die Zutaten im Haus hat, kann man es auch schnell noch zubereiten. Oder wenn man es plant, dann kann man so wie ich am Vortag die Schnipselarbeiten machen,
in Tüten oder in Behältern gut verschlossen, im Kühlschrank lagern und am anderen Tag dann gleich loslegen. Das geht ja auch. Danke nochmals auch heute fürs Zuschauen und gutes Gelingen, wie gesagt, jedem, der dies nachkocht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.